Herzlich willkommen zurück bei Sniper Elite und 2. Wir haben eine neue Mission und zwar müssen wir jetzt das russische Scharfschützenteam beseitigen. Das wird kein Problem sein, dafür müssen wir aber erstmal heil hier rauskommen. Jetzt haben wir schon den ersten. Lol, dann schreit er nicht. Okay, ich glaube, ich habe wieder einen Bug gefunden. Muss man nachladen hier, ganze Schild. Den nehmen wir mit der Velrot. Auseinander. Warum hat er nicht geschrien? Die schreien doch immer so komisch. Naja, vielleicht wurden die so trainiert, dass sie nicht schreien dürfen. Gut, hier Dynamit. Und Velrot-Munition, sehr schön. Gut, dann beseitigen wir mal die sogenannten Scharfschützen. Schön vorsichtig vorgehen, ne? Ja, logisch, können wir da? Ja, wir können sogar. Ich habe gerade voll drauf getroffen, aber nein, denn so. Aua. Okay. Wir haben ein wenig aufmerksam auf uns gemacht. Wo sind sie denn, Minuten? Da ist einer. Ja. Ja, wo sind sie denn? Hallo? Ach, da hinten, okay. Hat er sich verraten? Leider keine. Ma. Er hat keine Animation, aber ist ja auch mal egal. Von der Schuss her? Ah, von da oben, okay. Okay, auch wieder keine Animation, weiß ich, was los ist. Aber das soll mir egal sein. So, da drüben haben wir auch noch eine drinne. Aber jetzt, ja, die Patrone ist wieder sehr geil geflogen. Müsst ihr mal echt drauf achten. So. Jetzt aber Animation. Sehr schön. So. Da hinten haben wir das nächste Ziel. Was? Wo seid ihr? Da oben. So. Schöne Panzerfaust auf dem Rücken. Warum haben die uns beim Himmelweg nicht gestört? Das würde ich jetzt gerne mal wissen. Naja, soll mir eigentlich halt auch egal sein. Gut. Hüpfen wir hier durchs Fenster schnell. Ja, ist okay. Ihr kriegt doch alle was von mir ab, ey. Ach da. Knack. Hallo, wo seid ihr? Ja, wo sind die? Ja, okay, Scharfschützen, ja, ist okay. So, weg. Hätten wir denn hier noch einen? Ja, von hinten kommt er natürlich. So, sehr gut. Nachladen. Hätten wir auch. Zack. Was ist das denn jetzt? Erstmal looten hier. Vielleicht finden wir noch was Nützliches. Vielleicht Panzerfaust, Munition. So. Anscheinend denn doch nicht. Gibt es denn hier noch irgendwas? Umgucken muss ja auch sein. So, jetzt ist unser Wegmarker da hinten. Alter. Ist doch nicht deren Ernst. Naja, gut. Können wir wieder zurück. Soll mir eigentlich auch egal sein. Da liegt noch ein Explosionsding, aber da schießen wir mal lieber nicht drauf. Zumindest nicht von dieser Nähe. Oh. Okay. Ach ja. Da habe ich meine Panzerfaust geholt da unten. Aus dem Keller. Das waren noch Zeiten. Das sage ich euch. Krass, dass man hier so eine Panzerfaust finden kann, ne? Finde ich schon cool. Toll gemacht, ja. So. Boah, wie weit ist er denn noch entfernt? Kommen wir hier hoch? Nein, natürlich nicht. So, ja, wieder klar. Also, das da oben in der Küche? Jupp, okay. Den hätten wir dann auch. Ja, plötzlicher Standortwechsel, aber ist ja egal. So, das war's mit der Mission, aber es wäre ein bisschen wenig für die Folge, deswegen kriegen wir weiter. Irgendwo außerhalb Berlins bereiteten sich Wolf und seine Russen vor, London auszulöschen. Aber ich hatte immer noch keine Ahnung, wo der Startplatz war. Ich wusste, wo Wolfs Büro war, im Herzen der Stadt. Und wenn ich dort nicht finden konnte, was ich brauchte, würde ich die Antworten vielleicht in einem Regierungsministerium in der Nähe finden. Die Schlacht von Berlin war jetzt auf dem Höhepunkt. Auf jeder Straße wurde gekämpft, Scharfschützen auf jedem Dach. Panzer auf allen Brücken und Plätzen.
Die Deutschen verbrannten ihre Dokumente, damit sie nicht in russische Hände fielen. Ich musste mich beeilen. Ja, genau, das machen wir auch. So, Dynamit auspacken. Nehmen wir mal den G40. Ne, komm, wir nehmen die Bellrod mit. Ich habe jetzt überlegt, ob wir die Cold nehmen, aber lieber nicht. So, Start. Sehr schön, erreiche die U-Bahn, um das deutsche Hauptquartier zu infiltrieren. Was? Erstmal einen Überblick jetzt hier kurz verschaffen. Ja, sehr schöne Markise da hinten. Gut, scheint nichts los zu sein. Bestimmt ein gewohnter Start. Ich gehe jetzt immer sofort zur Sache hier. Was? Feuer? Oh, Junge. Was geht denn nur ab? Jetzt auf einmal sind da welche da. Ja, gleich ein Panzer. Bah. Panzer IS-2. Da können wir gleich noch mal gucken. Russischer Panzer IS-2, 4 Bewohner. Hat Bewohner? 4 Besatzungsmitglieder, so, sagen wir es mal so. Naja. Kann man ja mal eben eliminieren, ist ja nicht so das Problem. Alter, ich krieg die nicht rein, die Deutschen sind zu schnell. Ja, okay. So, alle markieren, damit wir auch. Oh, da ist noch einer. Ich werd bekloppt. So, wartet. Ah, der Panzer ist schon tot. Krass. Haben die da mit der MP40 draufgeschossen, dass sie den eliminieren? So, ich finde, die Deutschen sind ja heftigere Gegner. Also eliminieren wir die mal zuerst. Wir sind schlimmer als die Russen. Das auf jeden Fall. Ja, du siehst mir doch ja nicht. Was willst du eigentlich von mir? Du kämpfst gerade mit den Russen. Alter, wenn du wirklich Jahre auf dich bewegen. Ich hasse das, wenn die sich bewegen. Ganz ehrlich. Ich will hier eigentlich erstmal bleiben. Oh, ein nicht markierter. Okay. Wo ist er? Hä? Okay. Hä, wo ist er hin? Okay, der versteckt sich gerade irgendwo. Oder ist vielleicht sogar schon tot. Boah, könnt ihr mal aufhören, euch zu bewegen. Also, wie ich sehe, ist er schon. Der bewegt sich. Er bewegt. Unfähigkeit, sehr schön. Naja, sehr schön. Sehr schön nicht. Jetzt geht er hin, um den aufzuheben, ne? Ah, das war ein Fehler. Ja, sehr schön. Und wieder fliegt die Kugel so komisch. So, zack. Was macht er denn da unten? Hä? Lol, wo hampelt er denn rum? So, den nehmen wir auch mal hoch. Sehr schön. Naja, sehr schön nicht, aber gut. So, den hätten wir auch. Gut. War doch da noch ein Scharfschütze, ne? Weißt du, erst helfe ich ihm und dann greift er mich an. Das ist ja wieder logisch. Anstatt dann mal auf meiner Seite zu sein und nö, komm, ein korrekter Typ, den greifen wir mal nicht an. Na gut, er wollte es nicht anders. So, scheint Ruhe zu sein. Jetzt kommen wir, denke ich mal, rüber. Hier wird hier noch was. Schöne Bücher. Ja, toll. So, wie wert? Erstmal hier unten nochmal zu gucken. Okay, da ist nicht. Gut. Können wir das Auto da gleich mal ein bisschen, hier wieder Gegner, ne? Ich werd bekloppt. Was? Alter, wo kommen die her? Was? Jo, warte. Machen wir so. Aua. Wir sollten rennen. Wir sollten gar nicht rennen. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Zünder. 40 von 50. Ja, sehr toll. Ach, meine Güte. Gut, jetzt helfen wir mal den Deutschen zuerst. Ich will hochkommen. Nein, bitte bleib jetzt so stehen. Ja, das Spiel ist teilweise noch buggy, wie man einfach durch die Gegner durchschießt. Und als ob man auch so durch so eine Kiste nicht durchkommt, ja, also ich... Die Engine ist nicht die beste, aber naja.
Ja, Ruhe. Ja. Das werden wir sehen. So, wo sind sie denn? Unsere Freunde. Ich sehe gerade keinen. Naja. Da hinten hat da einer sich verraten gerade. Hat. Alter, ich werde geklopft. Ja. Dann spinnt meine Maus rum. Ich liebe es. So, und den hätten wir jetzt. Ah, meine Güte, das ist immer so ein Krampf. Ah, ich werd bekloppt, ey. Nie trifft man was. Ruhe. Vor allem, die haben so eine Genauigkeit, weißt du, treffen aus 200 Metern Entfernung einfach mit einem Schuss der MP40. Okay, 116 Meter Entfernung, ja. Ja, ist aber krass, man muss sich das mal vorstellen. Einfach so ein. So eine MP40, so auf Reichweite, ist ja nur eine MP, die ist ja nicht so, ne? Also auf Reichweite. Haben wir gerade echt ins MG geschossen und er ist nicht verreckt? Naja, ich sag da mal nichts mehr zu. So. Gut, was geht ab hier? Ist da noch was? Mischt. Nee, gut. Ja, Backstein. BPSA, die wollten wir eigentlich nicht. Wir wollten eigentlich ja nur die Leichen looten, aber naja, gut. Volle Munition? Was? Für was denn volle Munition? Gewehr 43 wieder, oder was? Na, oder MP40. Jo, was liegt hier? F1 Granate, sehr schön. Noch eine Granate. Ah, Gewehr. Alter, so viel Schuss haben wir schon? Achso, komm hierher. Was? Ja. Und deren Präzision ist einfach so eine Bambus-Präzision, ja, ganz ehrlich. Okay. Lassen wir den erstmal kurz in Ruhe. Was? Wo kommen die alle her? Überall. Wie wär's mit einer Granate? Haltet die Augen. Hier, nimm. Oh Gott! Jetzt müssen wir uns mit der MP40. Ruhe. Wie war's das? Ich hoffe, ey. Brauchen wir wieder Munition. Ja, die Russen schießen da drüben noch auf uns. Warten wir mal kurz. Ja, mach das. Wo ist er denn? Hallo. Wo bist du? Hey, ich sehe den gerade. Ah. Ja. Das war ein Fehler. Er hätte mich in Ruhe lassen können. Und daneben steht noch einer. Ich weiß nicht. Lassen wir den in Ruhe oder? So, wenn er schon da ist, wenn er nicht auf uns schießt, dann... Na ja, gut, wir müssen weiter. So. War vielleicht ein bisschen auffällig, aber naja, gut. Ne, jetzt verreckt. Dankeschön. Schön durch den Beutel. So, den hätten wir auch. So. Tup, tup, tup. Tup. Also so warten, bis er wieder hochkommt. Naja, kann man ja auch mal machen. So. Schön viel MP40 Munition brauchen wir jetzt wieder. Denn weniger ist mehr. Ja, eigentlich ja andersrum, mehr ist mehr. Nicht mal so weniger mehr, aber hier ist mehr mehr. Mehr mehr. Okay. Da haben wir noch Munition. Was gibt es? Was von hinten? Was, wo kommen die denn alle her? Also das sind die Russen, okay. Naja gut. Für die habe ich einen Plan. Nein. Nicht die Leiche. Nicht die Leiche. Was um? Hä? Geht gerade nicht. Was steht um? Ja, jetzt. Ging halt irgendwie nicht, keine Ahnung, die ganze Zeit Leertaste so gespammt, aber ging einfach nicht. Ja, die Präzision ist auch sehr gut, aber wir haben hier mit einem Headshot. Einen sogenannten Kopfschuss erledigt. Mit ihm hätten wir auch. Sehr schön. Wenn man schon mal sowas hat, dann sollte man das auch nutzen. Meine ich ja. So, Ziel erreicht. Sehr schön. Was ist denn unser neues Ziel? Suche nach Wolfs Plänen in seinem Büro. Ja, ob davon noch was übrig ist, das weiß ich leider nicht. Ich glaube, das werden wir erfahren.
Da war nichts, okay. Ich habe früher hier in der Nähe gewohnt. Das ist ja schön. Nach dem Krieg wieder zurück? Wenn auch was übrig ist. Meinst du? Ich glaube ja nicht. So, wen haben wir denn da alles? Ihn, das kann doch noch nicht alles gewesen sein, oder? Sollen wir die töten oder sollen wir mal richtig langsam und vorsichtig vorgehen? Ich würde sagen, dass wir erstmal hier ins Haus reingehen gleich. Was? Was? Nein! Okay, die merken nichts. Ja, natürlich. Und noch ein tausendsten Schuss als. Oh ne, oh ne, bitte nicht. Immer in Bewegung bleiben, hinlegen. Immer in Bewegung, bleib in Bewegung. Sehr gut. Oh Gott. Wir müssen schnell ins Haus. Oh Gott. Ja, jetzt sind wir erstmal zu sicher. Wie wir einfach durch die Wand durchschießen können, ich finde das schön. Was willst du denn? Meine Güte. Ah, da ist wieder ein MG, das ist natürlich schön. Platsch. Naja, der sah nicht sehr appetitlich aus. So, wie wert, wenn wir hier hochgehen? Hier haben wir noch ein bisschen Munition. Das Munition ist immer gern gesehen. Unsere Granaten, Alter. Alter, richtig voll. Also, nicht unser Charakter, sondern die Granaten. Zack. So, gib ich dir noch was. Wahrscheinlich so. Okay, runter geht's. Ja. Okay. Können wir den treffen? Wahrscheinlich so, ne? Nur gut. Was willst du denn, Mann? Lass mich doch mal in Ruhe. Wir werden jetzt auch ein bisschen schneller hier durchraschen. Das Spiel ist auch bald, denke ich mal, zu Ende. Und... Jo, komm mir mal zur Hilfe, das ist ein Fehler. So. Das wäre ja schön. Ach, komm. Geht doch einfach in Ruhe. Oh Gott. Was kommt denn jetzt hier alles? So, den hätten wir auch. Also ich denke, das Spiel wird bald zu Ende sein und wir wollen das alles ja nicht unnötig strapazieren, deswegen. Oh, viel zu viele Gegner. Deswegen werden wir ein bisschen mehr durchraschen. Also ein bisschen schneller arbeiten. Was, lass mich. Ich hab Gottmode oder warum krieg ich keinen Schaden irgendwie? So, der da hinten, wo ist der denn? Naja, gut, dann lassen wir den mal in Ruhe. Okay. Es sei denn, der ist hinter uns. Wenn wir ihn. Plack. So, wie wär denn hier mit einer Stolpermine? Wenn man reingeht in ein Haus, dann sollte man das auch machen. Aber erstmal hier den Leichen looten. Ich kann mal ein bisschen G40 Munition gebrauchen wieder. Naja. So, suchen wir mal nach seinen sogenannten Plänen. Und eine Filmsequenz. Hatten das Zimmer verwüstet, alle Papiere gestohlen oder verbrannt. Aber es musste hier etwas Hilfreiches geben. Es ist ein alter Trick, aber ein guter. Treffer. Das musste Wolfs Fluchtplan sein. Aber vor meiner Verabredung mit diesem Wahnsinnigen musste ich den V2-Staat aufhalten. Hier fand ich keine Hilfe. Meine einzige Chance, das Ministerium auf der anderen Seite des Platzes. Das ist jetzt aber nicht dein Ernst, das wird da jetzt nochmal rüber sein. Naja, ich sag da mal nichts mehr zu, okay. Dann würde ich sagen, haben wir hier ein schönes MG. Räumen damit mal kurz ein bisschen auf. Wir werden wahrscheinlich gleich daran verrecken. Nehmen wir die MB. Oh Gott, oh. Der muss schnell sterben. So, wie wird denn mit einem kleinen Zünder? Sehr schön. Ich finde es auch cool animiert, wie die Erde dann immer so ein bisschen bewegt.
So, einfach nochmal aus Trotz kurz ein bisschen Peng machen. So, ich würde sagen, da war, ja, da war auch Feuer, wo wir gerade drinnen waren und Schaden genommen haben. Hoffe ich mal, dass es Feuer war. Naja, wir werden jetzt da so schnell wie möglich rüberraschen, aber wir müssen trotzdem erst ein paar Feinde eliminieren, bevor wir hier verrecken. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, da sind viele. Oh ne, oh ne. Ich glaube, das war die falsche Entscheidung. Oh, 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 oh. Oh Gott, oh Gott. Nein, lass mich doch in Ruhe. Schnell, nein, nein, schieß, nein, nein, jetzt muss er nachladen. Oh Gott, jetzt sehe ich auch nichts mehr. Meine Güte. Das ist ja wieder. Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Merkst du nicht? Ich finde es auch cool, wie die Waffe dann nach einer Zeit streut, wenn man nur dauerhaft schießt. Das ist schon gut gemacht. Was aber schlecht gemacht ist, dass man durch Kisten und sowas nicht durchschießen kann, ja, und dass nichts kaputt geht. Was das denn? Granate oder was? Was will der denn da oben? Meine Güte, Ruhe jetzt. Okay, ich denke, wir können rein. Oh, 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 oh. Oh Gott, oh Gott. Okay. Schon mal hinter uns absichern. Was geht nicht? Was? Das will nicht. Warum will das denn nicht? Hä? Okay. Okay, machen wir es halt so. Ist mir doch egal. Ist mir egal. Okay. Das reicht wieder. Okay. Wir haben mal wieder einen Goldbarren gefunden. Ich glaube, sogar der erste in der Mission, oder? Was ist das denn? Ah, Tapete war das anscheinend. Okay. Wie kommen wir denn da hinten hin? Mal sehen. Achso, ja. Wenn es so einfach ist, dann nehmen wir gerne die Treppe. Warum? Schwer, wenn man es auch einfach machen kann, ne? Gut. Alter, wie hoch ist denn das hier? Woher können die uns sehen? Naja. Nö. Die Karte zeigte alle möglichen Startplätze rund um Berlin. Nur einer war noch in Betrieb. Und auch von den Russen besetztem Gebiet. Das musste er sein. Oh, 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 das war knapp. Das muss man mal sagen, das war echt knapp gerade. Aber wir haben ja unseren guten Profi-Scharfschützen, der weiß, ob ihm geschossen wird. Hat er was geblinkt? Nee, ne? Ich glaube nicht. Okay, dann hier gibt es aber kostenlose Munition. Nehmen wir die gerne mit. 6 Schuss, nur was? Okay, naja, gut, hat sich nicht wirklich gelohnt. Ich werde jetzt einfach da drüben, werde ich jetzt einfach hinrennen. Ich werde jetzt einfach diese Mission, denke ich mal, beenden. Wenn hier noch jemand ist, der kriegt einen dicken Wellrottschuss im Hintern. Ist jetzt hier Ruhe. Oh Gott, nein! Alter, Alter, jetzt wird hier schon wieder auf uns geschossen. Oh Gott! Okay, schnell rein. War's das? Scheint so, ne? Okay, dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Tschüss.